So, herzlich willkommen zu einem kurzen Informationsvideo, habe ich ja angekündigt schon mal. In einem Bulletin habe ich das ja gepostet. Ja, es werden sich wieder ein paar Sachen verändern. Oder es haben sich schon ein paar Sachen verändert. Ein paar Sachen will ich halt jetzt mal kurz ansprechen. Da wäre zum einen die erste Sache. Vielleicht habt ihr schon gemerkt bei dem ein oder anderen Minecraft-Video, ich kann jetzt Thumbnails selber erstellen. Stellen und auch einfügen. Juhu! Wow! Bist du YouTube-Partner? Nein, bin ich nicht. Es gibt da nämlich eine schöne Funktion bei YouTube, die werdet ihr bestimmt auch rausgefunden haben, die nennt sich Monetarisierung. Müsst ihr einfach mal schauen bei Einstellungen, Kanaleinstellungen, Monetarisieren, müsst ihr einfach mal draufklicken auf Konto aktivieren. Dann haben die zwar gesagt, das wird ein, zwei Monate dauern, bis dann die Funktion da ist, dass du Thumbnails machen kannst, aber das war bei mir schon nach 5 Tagen oder so. Also, naja, dann zum zweiten, man kann jetzt auch durch diese Funktion, dass man Videos Thumbnails erstellen kann und auch einfügen kann, kann man auch die Videos nicht nur auf öffentlich, nicht gelistet und privat stellen, sondern auch auf geplant. Das heißt, ich könnte zum Beispiel bei den 5 Folgen, die in der Woche kommen, mir jetzt ausruhen und sagen, so, die 5 Videos erscheinen an dem und dem Tag zu der und der Uhrzeit. Meinetwegen montags, das Hauptprojekt erscheint immer um 15 Uhr. Dann kann ich das da eingeben. Das wäre in dem Falle der 8.10. Der 8.10., genau. Der 8.10. und dann genau kann ich halt eingeben am 8.10. 15 Uhr, dann schaltet er das um 15 Uhr frei mit dem entsprechenden Thumbnail, was ich dann einfüge. So, die beiden Sachen hätten wir. Abhaken, abhaken. So, dann dritter Punkt. 100 Abonnenten Special. Ja, ich habe ja schon seit längerer Zeit 100 Abonnenten, jetzt mittlerweile sogar 105. Wenn sich das nicht mittlerweile geändert hat, finde ich super genial. Vielen, vielen Dank an euch. Also wenn mir das vor einem Jahr jemand gesagt hätte, hätte ich sofort unterschrieben. Und jetzt unterschreibe ich das noch mehr, Junge. Ja, ist einfach cool. Weil ich hatte von Anfang an, war so mein Ziel, erstmal ein paar Abonnenten kriegen, aber dass es gleich so 100 werden in einem Jahr, ich meine. Es gibt ja Let's Player oder es gibt ja hier auf YouTube, die haben selbst nach einem Jahr nicht mal 50. Ich habe jetzt schon nach einem Jahrhundert, also wirklich, da klopfe ich mir echt selber auf die Schulter, aber meine Videos am Anfang, ne. Also wenn ich die jetzt nochmal sehe, ich würde die löschen, ich würde darauf Dislikes geben. Ich meine, ist ja klar, bis am Anfang bist du ein bisschen nervös, du weißt ja nicht, wie du so bei den Leuten so ankommst, ist natürlich gut, gefällt dir dein Kommentarstil? Weiß man ja vorher alles nicht. Ja, nur, was soll ich machen? 100 Abonnenten Special hat schon geplant, irgendwie so ein ganz kleines FAQ, wo ich mir so, ja, ich sag mal, pro User vielleicht so 5 bis 7 Fragen stellen können. Ich dazu dann parallel ein Spiel spiele oder was weiß ich, und ich dann die Fragen halt beantworte. Fragen können persönliche Fragen sein über meinen YouTube-Channel, was ich so vorhabe. Ja, das würde ich halt machen, FAQ. Ja, die Fragen könnt ihr dann unter jedes Video. Nein, die schreibt ihr mal am besten per PN. Das werde ich aber nochmal in die Videobeschreibung dann tun, wie ihr das machen sollt. Ja, das war's eigentlich schon. Wow! 3 von 6 Punkten haben wir dann schon abgehakt. Dann kommen wir zum vierten. Einem weiteren Special. Ein Jahresspecial. Steht bald vor der Haustür. Ich glaube, am 11.11. wäre das dann, wo ich mein erstes Video hochgeladen habe. Ich habe am 20. Oktober, glaube ich, habe ich den Kanal eröffnet, aber habe ich auch noch nichts hochgeladen. Also ich gehe jetzt immer davon aus, wo ich das allererste Video hochgeladen habe. Und das war halt der 11.11.11. 11.11., ey, genau, ein Karneval ist gut. Sehr gut getimt. Ja, da ist auch wieder die Frage, was soll ich machen? So eine ganz kleine Rückblende hatte ich eigentlich geplant. Oh, das ist gut, muss ich mir aufschreiben. Rückblende. NN. DDE. Rückblende.
Vielleicht hätte ich so ein paar Ausschnitte zeigen in meinem Video oder wie das so begonnen hat, alles, oder dass ich dazu ein bisschen was laber. Oder keine Ahnung, wie gesagt, falls ihr Ideen habt zum Einjahres-Special, 100-Abo-Special, schreibt mir eine PN. Ich schreibe dann aber auch nochmal das in die Videobeschreibung, falls es von euch manche dann wieder vergessen haben bis zum Ende des Videos, dass mittlerweile schon 5 Minuten geht. Knapp 5,5 Minuten. Ja, das war's auch dazu. Vierter Punkt abgehakt. Juhu, nicht mehr lange. Dann geht es weiter. Mystical Ninja starring Goemon. Sollte ja mein nächstes Hauptprojekt sein. Da muss ich allerdings nochmal sagen, das wird das nächste Woche, also vom 8.10. bis zum 12.10. werden leider keine Videos erscheinen, da ich auf Seminarfahrt bin. In, ach Gott, wie heißt denn das? Irgendwo in der Nähe von Hannover auf jeden Fall. Und ja, bin ich halt auf Seminar eine Woche lang, vom 8. bis zum 12.10. Das heißt, nächste Woche erscheinen leider keine Videos. Da muss ich aber gucken bei Mystical Ninja Starring Goemon. Das habe ich versucht mit Fraps aufzunehmen. Totale Katastrophe. 17 FPS haben wir da zu bieten. Camtasia läuft es jetzt besser. Ich habe das irgendwie hingekriegt mit der Einstellung, dass wir irgendwie 25 Bilder pro Sekunde aufnehmen, dass es auch nicht so stark laggt. Ich meine, es laggt an ein paar Stellen, aber nur so ganz leicht minimal. Das werdet ihr kaum merken. So minimal sind das. Ja. Und was gibt's noch zu sagen? Aha. Ja, das war's halt zu Mystical Ninja Starring Goemon. Dass ich da nur mal darauf hinweisen will, dass es halt sein kann, dass es an ein paar Stellen so ganz klein leckt, vielleicht auch mal für ein, zwei Sekunden so stark, aber das ist nicht schwer. Hoffe ich. Weil ich möchte das wirklich sehr gerne Let's Play, weil es ist eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Auf der N64 neben Zelda Ocarina of Time und Majora's Mask und vielen Mario-Spielen. Ja, das war's halt dazu. 5 Punkte abgehakt. Dann kommen wir zum sechsten und letzten Punkt. Es gibt mal wieder eine Upload-Plan-Änderung, der dritte schon, aber der wird dann auch wirklich bleiben. Also ich habe rausgefunden, oder jetzt habe ich das mal ein paar Wochen ausprobiert, dass ich nicht so damit zufrieden bin. Dass ich sehr wieder gerne meinen alten Upload-Plan hätte. Ja. Der würde dann wie folgt aussehen. Wie gesagt, Montag Hauptprojekt, Dienstag Minecraft, Mittwoch Schlag den Raab, Donnerstag Minecraft und Freitag nochmal Hauptprojekt. Immer. Und das ist jetzt ganz wichtig. Immer habe ich beschlossen, um 14:30 Uhr werden sie freigeschaltet. Also werde ich das dann noch geplant stellen. Immer 14:30 Uhr. Das ist eine sehr gute Zeit, finde ich. Ich könnte auch 15 Uhr machen. Komm. Machen wir 15 Uhr, nicht 14:30 Uhr, sondern 15 Uhr. Mann. Eine Upload-Planänderung in der Upload-Planänderung. Also 15 Uhr werden sie jetzt immer freigeschaltet. Ja, das war's dann, glaube ich, schon. Ja, das war's. Mehr Punkte habe ich nicht. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Oh Gott, schon 10 Minuten für ein Infovideo, Junge. Gibt's doch gar nicht. Ja, dann wie gesagt, vom 8.10. bis zum 12.10. keine Videos. Bin ich auf Seminar. Und dann Videos wieder ab dem 15.10. Also, bis dahin. Euch eine schöne Woche. Euer HSPP. Tschüssi!